Vielen Dank für das Bewegen der Einzelnen, die sich aufmachen, jeder Einzelne. Danke. Ich will keinen scharf angucken, aber ich meine alle. Ich meine die 8 Milliarden. Und die, die uns auch sonst wie noch so sehen können, wenn sie mal das Internet benutzen. Ich werde nochmal den kantischen Imperativ formulieren und ihn nochmal hervorbringen, weil er mir so wichtig ist. Und eine ewige Aufforderung und ein Appell an mich selber. Und diesen Appell, der Imperativ ist, der kantische Imperativ, ich kann ihn auch umformulieren. Na? Im Original geht das so. Also, Kant, Immanuel Kant, der Philosoph, hat das so formuliert. Er sagt, handle so, dass die Maxime deines Willens, dass die Maxime deines Willens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen kann. Diesen Imperativ, den schicke ich auch an die, die regieren. Sie mögen sich den bitte einmal selber vornehmen und schauen, ob ihr Handeln auch folgende Kriterien erfüllt. Und eine der Ideen war natürlich auch das Sprechholz. Diese Sammlung hier ist natürlich auch entstanden. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dies ist auch entstanden, weil sich die Menschen hier nicht mehr damit einverstanden erklären, dass es so, wie es jetzt in der Welt läuft, wie jetzt die Kriege geführt werden, wie jetzt die Konzerne geführt werden, wie jetzt die Wirtschaft läuft, wie jetzt die Menschen versklavt werden, sich versklaven lassen. Manche lassen sich nicht versklaven, die haben Ideen und handeln anders. Da möge sich doch jeder Politiker fragen, ist das, was er sagt, wahr? Wird er das tun, was er gesagt hat? Ist es wahr? Ist es auch freundlich für die Menschen? Tut es ihnen gut? Diese Entscheidungen, die sie treffen wollen, sind die freundlich. Und des Weiteren ist es notwendig, was sie tun. Hat es einen Sinn? Und damit bin ich am Ende. Also nochmal, ist es sinnvoll, so zu handeln, dass die Maxime des eigenen Wollens und Willens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen kann. Und ich möchte eine Gesetzgebung haben, die allen Menschen dient und keinen Menschen versklavt und ihn gerecht behandelt. Das erwarte ich nicht, sondern das ist eine Notwendigkeit. Punkt. Ja, es tut mir leid, ich bin nicht alleine hier.